Hallo meine lieben Feuerzeichen, herzlich willkommen alle Widder, Löwen und Schützen für euer Reading aus dem Tarot und dem Lenormand für den Monat November. Ja, ich bin gespannt, was sich zeigen wird. Es waren ja bis jetzt die Erdzeichen und die Luftzeichen dran. Wir hatten auch ganz ähnliche Energien in beiden Readings und jetzt wollen wir mal schauen, wie es für euch aussieht, meine Lieben. Ich habe das Rider-Waite-Tarot und das Lenormand-Deck von meiner sehr jungen Zuschauerin Anna. Einige von euch kennen das Deck schon. Es ist eine sehr begabte kleine Künstlerin, die meine Readings schon seit geraumer Zeit mit ihrer Mama verfolgt. Und sie hat ein eigenes Lenormand-Deck gezeichnet, was ich wirklich wunderschön finde. Das wird uns heute als Klärungsdeck dienen. Und ich habe mir gedacht, wir schauen heute mal folgende Positionen an. Wir werden um eine Hauptenergie bitten für den Monat November für euch. Wir schauen einmal in die Vergangenheit, aus welcher Energie kommt ihr, was darf man sich da vielleicht noch anschauen. Wir schauen in euer Unterbewusstes, ja, was ist euch vielleicht gar nicht bewusst, möchte aber im November in euer Bewusstsein gelangen. Wir wagen einen Ausblick schon in Richtung Weihnachtszeit und Dezember und wir holen uns zum Schluss noch einen Rat aus der geistigen Welt. Ich werde jeweils eine Tarotkarte herausmischen und dann um eine Lenormand-Karte zur Klärung bitten. Wichtig wie immer, spür für dich hin, ist das dein Reading oder gehst du diesmal mit den Botschaften nicht so in Resonanz? Dann schau dir gerne noch die Legung für deinen Aszendenten oder dein Mondzeichen an. Vielleicht ist es stimmiger, aber wie gesagt, ich habe so das Gefühl, sehr werden sich die Readings voneinander nicht unterscheiden. Das sind eher Nuancen, denn ich frage ja immer im Zusammenhang mit den Energien, die wir momentan im Kollektiv haben, in unserem heißen Herbst. Und da geht es eben hauptsächlich darum, wirklich sehr authentisch und echt unser eigenes erfülltes Leben zu kreieren und uns zu lösen aus allem, was uns nicht gut tut. Ja, meine Lieben, lassen wir uns mal überraschen. Ich bitte mal um eine Hauptenergie für die lieben Feuerzeichen. Um was geht es euch jetzt? Was kommt vielleicht auf euch zu? Welche Aufgabe könnte es sein? Oh, der Herrscher, Donnerwetter, das geht ja gut los. Große Arcana-Karte, der Herrscher. Okay, habe ich sofort einen Impuls, der war sofort da, als ich die Karte gesehen habe. Es könnte für dich im November darum gehen, dich aus der Macht eines anderen Menschen zu befreien. Ja, der Herrscher steht für eine sehr dominante Kraft, ja. Das kann natürlich explizit für dich auch ein Mann sein. Vielleicht gibt es einen Mann in deinem Leben, der eine gewisse Macht über dich hat, in dem Sinne, dass durch das, was er tut oder nicht tut, er Einfluss darauf hat, wie es dir geht, wie du dich fühlst. Es könnte aber auch ein Vaterthema sein, ja, das du im November genauer beleuchten darfst. Der Herrscher steht oft sinnbildlich für den Papa. Wenn du als Mann schaust, könnte das auch die Aufforderung sein, Entscheidungen zu treffen. Vielleicht steckst auch du in einer Abhängigkeitssituation und wirst jetzt dazu aufgerufen, eine Entscheidung, eine machtvolle Entscheidung für dich selbst zu treffen. Also das ist eine sehr interessante Hauptenergie. Wir fragen mal Annas Karten nach einer Klärungskarte. Warum ist hier der Herrscher gefallen? Schauen mal. Das Schiff. Okay, das Schiff steht zum einen für die Sehnsucht, aber für mich auch immer für die Sehnsucht der Seele, die Lebensreise fortzusetzen. Ja? Also möglicherweise gibt es diese Macht, die jemand oder auch etwas über dich hat und deine Seele möchte, dass du dir deine Macht zurückhältst, holst, damit du deine Lebensreise fortsetzen kannst. Ja? Wenn du als Mann zuschaust, könnte es sein, dass du Sehnsucht nach einem anderen Leben hast.
dass es da etwas gibt, vielleicht auch einen anderen Menschen, nach dem du dich sehnst. Und dann wäre es wichtig, jetzt im November die Energie zu nutzen, in deine Herrscherkraft zu gelangen und dieser Sehnsucht nachzugeben. Könnte auch sein, wenn du als Mann zuschaust, dass du im Moment noch gegen diese Sehnsucht ankämpfst, dass du glaubst, die Kontrolle behalten zu können über deine Gefühle. Ja, der Herrscher ist auch jemand, der sehr, sehr kontrolliert ist. Und wie gesagt, als Frau könnte es jemanden oder etwas geben, was Macht über dich hat. Im Übrigen, das würde jetzt für Männer und Frauen, die hier zuschauen, natürlich passend sein. Der Herrscher steht auch manchmal beispielsweise in einer Suchterkrankung für die Substanz, nach der du süchtig bist. Also nehmen wir an, du hast ein Alkoholproblem, du weißt, du trinkst zu viel, dann könnte der Alkohol auch hier durch diesen Herrscher vertreten sein, ja, und dann würde das Schiff auch sehr gut passen, weil in dem Fall hat deine Seele ganz klar die Sehnsucht, deine Lebensreise ohne diesen Herrscher fortzusetzen. Wir schauen mal in die Vergangenheit. Wir fragen mal, aus welcher Vergangenheit kommst du? Oh, meine Güte, der Teufel. Ah, meine Lieben, ja, jetzt bin ich ganz baff. Also der Herrscher und der Teufel in einer Legung, das ist jetzt schon harter Tobak. Ja, das ist eine Abhängigkeit. Das ist etwas Ungesundes. Also dieser Herrscher, wer oder was immer es für dich ist, ja, der hat dich schon länger im Griff. Der Teufel ist im Tarot ein Sinnbild von Abhängigkeit. Es kann sein, dass du emotional abhängig bist, in einer toxischen Beziehung gefangen bist. Ja, das würde so gut passen, dass deine Seele sich befreien möchte, dass du jemand anderem die Macht darüber gibst, wie du dich fühlst. Möglicherweise bist du aber wirklich auch ein bisschen suchtgefährdet, merkst, mir fällt das wahnsinnig schwer, weniger zu trinken, weniger zu rauchen, weniger zu essen, ja, vielleicht aber auch deinen Social-Media-Konsum einzuschränken. Also das ist jetzt schon gewaltig, ja. Wow. Ihr wisst, oder ja, wenn du meine Videos kennst, dann weißt du, ich bitte immer, bevor ich überhaupt loslege mit einem Video, darum, dass die Energien jetzt hier auf den Tisch fallen, die von den Menschen in unserer Resonanzgruppe am dringendsten gebraucht werden. Das heißt, wenn auch hier jetzt vielleicht sich nur 10 Zuseher oder Zuseherinnen wirklich komplett wiederfinden, dann war es der geistigen Welt wichtig, diese Karten heute hier rauszubringen, um dich, wenn du davon betroffen bist, darauf aufmerksam zu machen, dass es jetzt wirklich für dich darum geht, eine Entscheidung zu treffen, dich wieder selbst zu ermächtigen. Ich bin jetzt echt gespannt, wie es weitergeht. Wir bitten mal um eine Klärungskarte zum Teufel. Warum fällt hier der Teufel? Das geschlossene Buch liegt hier. Ja, es geht darum, dass etwas eigentlich in der Vergangenheit schon zum Ende hätte kommen sollen. Das geschlossene Buch steht immer dafür, dass ein Kapitel geschlossen wird. Ja, also ich bin mir sehr sicher, dass wenn du dich jetzt hier wiederfindest, du eigentlich schon seit geraumer Zeit weißt, dass du dich aus dieser Abhängigkeit befreien musst. Es könnte sein, denn das Buch steht auch für Geheimnisse, dass das etwas ist, was tatsächlich außer dir niemand weiß. Das ist ja gerade bei Suchtverhalten ganz oft der Fall, dass du etwas heimlich tust. Wäre jetzt aber auch eventuell für eine Dreierkonstellation passend, wenn du vielleicht eine Affäre hast mit jemandem, der noch gebunden ist. Ja, das ist ein Geheimnis und du wolltest das vielleicht schon oft beenden, aber du schaffst es nicht. Ja, das wäre auch möglich. Oder aber du befindest dich noch in einer Beziehung, die dir vorkommt wie eine Abhängigkeit. Ja, und deine Seele sehnt sich nach einem ganz anderen Menschen, ja, oder nach einer ganz anderen Lebenssituation. Und du weißt eigentlich, dass das auch nicht richtig ist, was hier stattfindet. Denn eine Dreierkonstellation
kann von jeher nicht richtig sein, weil ja immer Lügen und Betrug mit eingebunden sind. Aber du hast es vielleicht bislang nicht geschafft, ja? Wir fragen mal, was ist dir denn gar nicht bewusst? Was ist dir in dieser Situation vielleicht gar nicht bewusst? Da sind zwei gleichzeitig gefallen. Das Ass der Kelch, ja. Dir ist gar nicht bewusst, dass du dich im Grunde genommen nur mehr zu lieben bräuchtest, um diese Abhängigkeit zu beenden. Schaut mal, das Ass der Kelche und die fünf Stäbe. Du haderst mit der Liebe zu dir selbst. Ja, das war der erste Impuls. Das Ass der Kelche ist für mich immer zunächst der gefüllte Kelch der Liebe Gottes oder deines Schöpfers, der Quelle des Universums, wie immer es für dich passt. Ja, und wenn wir uns lieben, dann setzen wir alles daran, uns aus einer Abhängigkeit zu befreien, die uns nicht gut tut. Und mit dem Teufel fällt absolut die Bestätigung, dass dir das, wovon oder von wem du auch immer abhängig bist, nicht gut tut. Aber die fünf Stäbe dazu zeigen, dass du damit haderst. Die zeigen für einen Konflikt, ja. Denn immer dann, wenn wir uns in einer ungesunden Abhängigkeit befinden, sei es zu einer ungesunden Substanz oder sei es vielleicht auch zu sehr in Abhängigkeit von der Materie oder eben auch in emotionaler Abhängigkeit von einem Menschen, braucht es die große Liebe zu uns selbst, um uns zu lösen. Wir dürfen dann irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir uns selbst sagen, ich habe so viel mehr verdient als das. Ich bin zu wertvoll, um die Macht über mein Leben an einen anderen Menschen oder an Alkohol, an Zigaretten, an Essen, an was auch immer abzugeben. Was auch sein könnte, das war jetzt so der zweite Impuls, möglicherweise bist du noch in einer Beziehung, die dich nicht erfüllt. Es ist ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis, aber es gibt für dich einen anderen Menschen. Wie gesagt, den musst du noch gar nicht kennen, es liegt dir hier im Unterbewusstsein, ja. Es gibt für dich einen anderen Menschen, der im Prinzip vorgesehen ist, mit dem eine glückliche und erfüllte Liebesbeziehung möglich wäre. Aber dadurch, dass du dich hier eingenistet hast, ja, und in dieser vielleicht unschönen Situation verharrst, verhinderst du, dass dieser Mensch überhaupt in dein Leben kommen kann. Ja, also das wäre auch noch denkbar als Impuls. Denn das Ass der Kelche steht auch für die Chance auf eine glückliche und erfüllte Beziehung. Ja, es kann auch durchaus sein, dass du deine Gefühle unterdrückst. Ja, weil du vielleicht die Kontrolle behalten möchtest. Aber auch da sagt diese Kartenkombination, dir ist gar nicht bewusst, ja, dass du dich eigentlich damit um die Chance bringst, eine glückliche und erfüllte Beziehung zu leben. Aber ich sage es ganz ehrlich, meine Lieben, der stärkere Impuls war der mit der Selbstliebe. Denn ganz gleich, was es für dich ist, immer dann, wenn du das Gefühl hast, du hast die Macht über dein eigenes Lebensgefühl, über die Leichtigkeit in deinem Leben, über das Glücksempfinden in deinem Leben, an etwas oder jemand anderen abgegeben, liebst du dich noch nicht genug. Denn würdest du dich genug lieben, wärst du dir viel mehr darüber im Klaren, dass es ein Akt größter Selbstfürsorge ist, dich aus Abhängigkeiten zu befreien. Ich bin gespannt, wie geht es weiter? Wir wagen schon mal einen Blick in Richtung Dezember, in Richtung Vorweihnachtszeit, in Richtung Jahresende, meine Lieben. Mit großen Schritten geht schon wieder auf ein Jahresende zu. Wie könnte das Ganze weitergehen für euch, liebe Feuerzeichen? Wow, das ist wirklich ein gewaltiges Reading.
Ach, wie schön. Schaut mal, die nächste große Arcana-Karte. Ist das nicht wundervoll? Damit wird dir jetzt eigentlich von der geistigen Welt prophezeit, dass du den Absprung aus dieser Abhängigkeit schaffen wirst. Wundervoll. Der Narr ist die allererste Karte im Tarot und steht für einen kompletten Neubeginn, indem man das Alte wirklich hinter sich lassen kann. Der Narr reist mit leichtem Gepäck und eine Abhängigkeit, so wie sie hier liegt, ist niemals ein leichtes Gepäck, ja? Also mach dein Herz auf für dich. Triff eine Entscheidung aus Liebe zu dir selbst. Löse dich aus einer Situation, die einer Abhängigkeit gleicht. Du wirst es nicht bereuen, ja? Wow, also da bin ich jetzt schon wirklich sehr berührt über den Narren. Vielleicht fängt das neue Jahr für dich auch wirklich gewaltig an. Zwei Klärungskarten, der Anker und die Schlange. Die Schlange ist für mich immer die Heilungskarte im Lenormand. Der Anker ist die Selbstverankerung. Ja, also auf Seelenebene wirst du dadurch, dass du dich hier aus dieser Abhängigkeit befreist, ein ganz großes Stück wachsen. Du wirst mehr bei dir ankommen, wirst in dir selbst dein inneres Zuhause finden. Ja, so wie wir es in der Vollmondmeditation so schön erlebt haben. Ja, einzukehren bei uns selbst. Und die Schlange sehe ich für die Heilung. Also gerade jetzt auch, wenn es für dich tatsächlich um eine Abhängigkeit, sei es von einer Substanz oder auch eine emotionale Abhängigkeit geht, etwas Toxisches, ja, das wird zur Heilung kommen. Ihr wisst, mit Zeitangaben ist es nicht immer so einfach in den Legungen. Also ich sehe das wirklich so, dass du mit leichtem Gepäck das Jahr 2024 beginnst, dass du jetzt in diesen verbleibenden Wochen diesen Jahres wirklich noch die Möglichkeit hast, dich zu lösen. Ja. Möglicherweise ist es auch eine berufliche Chance. Es könnte sein, dass du dich dazu berufen fühlst, eventuell im weitesten Sinne im Bereich spiritueller Heilung tätig zu werden, dann wäre das ein sehr positiver Hinweis darauf, dass du zum Ende des Jahres oder im nächsten Jahr damit durchstarten könntest. Denn die Schlange in einer Berufslegung steht für mich immer symbolisch für alle Berufe, die im weitesten Sinn mit der Heilung von Körper, Geist und Seele zu tun haben. Und der Anker ist eben oftmals unsere wahre Berufung. Ja, also wenn es für dich eher darum geht, dann wäre es denkbar, dass du dich jetzt noch in einem Job befindest, einfach auch aus der Abhängigkeit heraus Geld verdienen zu müssen, ja, dass es deiner Seele aber darum geht, deine wahre Berufung zu leben. Und auch hierfür darfst du dich genug lieben und dir genug zutrauen, um zu sagen, wenn meine Seele diesen Ruf so deutlich verspürt, dann gebe ich diesem Ruf auch nach. Ja, also das ist mir gerade einfach noch eingefallen und wollte ich euch nicht vorenthalten. Ja, wir bitten jetzt noch um einen Rat der geistigen Welt. Was rät euch die geistige Welt? Was rät euch die geistige Welt? Hier fällt der Mond. Der Mond steht auch im Übrigen für Suchterkrankungen, unter anderem für alles, was im Verborgenen stattfindet. Mein Impuls dazu ist als erstes, bringe das, was du jetzt für dich wirklich erreichen und manifestieren müsstest, aus dem Verborgenen heraus an die Öffentlichkeit. Mache anderen Menschen vielleicht auch klar, dass du etwas an deiner Lebenssituation verändern möchtest, denn je mehr wir über etwas sprechen, was wir vorhaben, ja, desto mehr Energie legen wir auf das Ganze. Und nicht nur wir, sondern in dem Moment, wo wir uns mit anderen Menschen darüber unterhalten, werden wir vielleicht auch bestärkt von anderen oder wir setzen uns auseinander über das Thema. Die Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Also möglicherweise, ja, bist du hier tatsächlich, das würde auch gut zu dem Buch passen,
eher im Geheimen unterwegs, ja, hast entweder eine Abhängigkeit, die anderen gar nicht so bewusst ist, du möchtest dich aber lösen, dann ist der Schritt wirklich aus dem Verborgenen heraus ein großer erster Schritt. Denn sobald du um Unterstützung und Hilfe der Menschen, die dich lieben, bittest, ist es schon wesentlich leichter, den Schritt zu schaffen. Der Mond steht auch für deine Angst. Möglicherweise hast du auch Angst, dich aus dieser Abhängigkeit zu lösen, weil du davon auch in gewisser Weise einen Nutzen hattest. Ja, das ist ganz oft, gerade bei den Suchterkrankungen, der Fall. Wenn du jetzt beispielsweise, ich nehme jetzt mal das Beispiel Essen, ja, weil das gerade sehr präsent im Kollektiv ist, einfach nicht mehr aufhören kannst zu essen, das Gefühl hast, du musst die ganze Zeit essen, und überlegst dir jetzt, dem Essen ab sofort aber jetzt nicht mehr die Macht darüber zu geben, wie du dich fühlst, sondern dein Essen vielleicht gesünder auszurichten oder bestimmte Mengen einzuhalten etc., dann könntest du auch Angst davor haben, das alles aufgeben zu müssen. Dieses Wohlgefühl, diese Lust, ja, die dir auch das Überessen beschert. Also wir dürfen nicht vergessen, ja, wenn wir uns längere Zeit, und ich nehme das hier schon für eine längere Zeitspanne wahr, in einer Abhängigkeit befinden, ganz gleich, ob in einer Sucht oder in einer emotionalen Abhängigkeit, in einer toxischen Beziehung, trotz allem hat diese Situation uns auch etwas gegeben, und wenn es Schmerz ist. Menschen, die in ihrem Leben schon viel Schmerz erlebt haben, ja, fühlen sich manchmal in schmerzlichen Situationen sogar vertraut. Ich will gar nicht sagen wohl, aber es fühlt sich vertraut an. Aha, kenne ich ja aus meiner Kindheit, da hat auch schon viel weh getan. Jetzt tut es mit dem Wunschpartner, der Wunschpartnerin auch weh, aber ich fühle mich ja vertraut. Und da könnte die geistige Welt sagen, möglicherweise musst du auch durch eine Angst hindurch, ja, um dich hier zu lösen. Wir haben den Ring. Auch sofort zwei Impulse. Du sollst bitte die Verbindung zur geistigen Welt stärken. Der Ring steht immer für eine Verbindung. Und wenn der Ring jetzt hier zum Mond, so wie ich es gerade empfunden habe, gefallen ist, sagt die geistige Welt, verbinde dich mit uns. Wir helfen dir. Wir helfen dir daraus. Ja? Also die Verbindung wirklich ganz bewusst zu stärken, dich immer wieder mit deiner eigenen göttlichen Helferschar, ja, zu verbinden, um Hilfe zu bitten, um Führung, um Zeichen, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja? Und für all diejenigen, wo es jetzt tatsächlich um eine Beziehung geht, da sagt die geistige Welt ganz klar, schau dir jetzt deine Beziehungen an. Und die Beziehungen, die dir nicht gut tun, die dich eventuell sogar in einer emotionalen oder auch materiellen Abhängigkeit halten, die solltest du wirklich auf den Prüfstand stellen und eventuell in Betracht ziehen, dich zu lösen. Denn ein wundervoller Neubeginn, der dann aber auch mit einer kraftvollen Stärkung deiner selbst einhergeht, ist dir sicher. Puh, meine Lieben, das ist mal ein Reading. Wir schauen uns noch die Unterseiten des Decks an. Ja, da liegen die sechs Kelche. Eine der Seelenpartnerkarten, also es könnte um eine Seelenverbindung gehen hier. Ja, wenn das bei dir der Fall ist, könnte es sein, dass du deinem Seelengefährten oder der Seelengefährtin eine große Macht darüber verleihst, wie es dir geht. Vielleicht befindest du dich auch in einer Abhängigkeitsbeziehung, ja, vor allem in einer emotionalen Abhängigkeit, die es zu lösen gilt. Aber die sechs Kelche stehen auch immer für unsere Kindheit oder sogar frühere Leben. Also möglicherweise ist das Thema, das du jetzt anschauen darfst, eine Folge von Kindheitserlebnissen oder sogar von karmischen Dingen, die du in einem früheren Leben durchgemacht hast. Ja, das ist oftmals sogar bei Suchterkrankungen der Fall, dass wir hier Süchte unserer Ahnen
übernehmen. Und irgendwann in der Ahnenreihe ist es dann so weit, dass mal ein Glied dieser Ahnenreihe diese Sucht wirklich überwinden darf. Hierfür sind im Übrigen Channelings sehr, sehr gut geeignet. Ich bekomme in den Channelings oftmals dankenswerterweise von oben Einblicke in karmische Aufgaben aus früheren Leben. Und allein die Tatsache, wenn man weiß, ja, um was es geht, heilt das ganz oft schon. Ja, weil man sich dann auch darüber bewusst wird, wirklich bewusst wird, was ist denn hier meine Aufgabe? Ja, hier an der Unterseite des Decks schauen wir uns noch an, da liegt der Fuchs. Ja, der Fuchs steht für Lügen, für Betrug, auch dafür, dass man sich selbst etwas vormacht, auch für Falschheit. Am treffendsten, so wie ich es fühle, ja, ich kann euch immer nur wieder meine intuitiven Impulse mitgeben, ist es das sich selbst belügen, ja. Möglicherweise hast du dir lange nicht eingestanden, dass du dich in einer Abhängigkeit befindest und jetzt ist die Zeit der Wahrheit gekommen, ja. Ich habe es in einigen Videos jetzt auch schon immer wieder erwähnt, es ist einfach diese Zeit, dieser heiße Herbst, eine Zeit, in der die Masken fallen, in der es um Authentizität, um Echtheit geht, ja, darum, der Stimme des Herzens zu folgen und wirklich das zu leben, was uns leicht und lebensfroh fühlen lässt. Jemand, der sich in einer Situation befindet, in der ein anderer Mensch oder eine Substanz Macht darüber hat, wie es ihm oder ihr geht, ist geradezu aufgefordert, ja, hinzuschauen und sich dann aber auch zu sagen, es kann nicht sein, dass dieser andere Mensch oder dieses, keine Ahnung, Nahrungsmittel, Instagram, ja, was immer es ist, wonach man süchtig sein kann, so viel Macht über mein Leben hat, dass ich im Prinzip wie ein Gefangener meiner selbst bin. Denkt an den Narren. Das ist die Prophezeiung der geistigen Welt, die ihr heute bekommt. Ihr könnt es schaffen. Bittet eure göttliche Helfergruppe um Unterstützung. Wir sind immer verbunden, meine Lieben. Jederzeit sind wir angebunden an diese Helferlein da oben. Und die warten nur drauf, uns unterstützen zu können. Und wenn wir den Mut aufbringen, ehrlich in den Spiegel zu schauen, uns nichts mehr vorzumachen und dann vor unsere Helfer hinzutreten, ganz nackig, und zu sagen, okay, ich habe eingesehen, da läuft was schief, bitte helft mir, dann wird uns geholfen. Ja, meine Lieben, wow, ich bin gespannt, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr damit was anfangen könnt. Das war jetzt schon ein sehr spezielles Reading, aber ich bin mir sicher, umsonst sind die Karten nicht so gefallen und ich freue mich natürlich über euer Feedback. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Start in die Woche und ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr demnächst wieder vorbeischaut hier auf meinem Kanal. Ich umarme euch ganz herzlich und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Uli.